Zum zweiten Mal in der Saison darf Türkgücü München ein Heimspiel im atemberaubend schönen Olympiastadion München austragen. Die Gäste aus Duisburg haben nach dem 1:3 vergangenen Montag gegen Köln Cheftrainer Thorsten Lieberknecht entlassen. Marvin Kompehr ist die Interimslösung. Kurios, der neue Mann Gino Lettieri schon offiziell vorgestellt, aber er musste zuschauen, noch keinen zweiten negativen Corona-Test. Deshalb darf er noch nicht aktiv eingreifen. Die Zebras aus Duisburg mit der ersten Aktion nach 8 Minuten. Und was für eine gute Budimbo! Riesen herausgespielt, der Steckpass von Stoppelkamp ist stark. Und auch Engin hat einen stabilen Pass im Fuß. Nur Budimbo, der hat in dem Moment nicht die entsprechende Durchschlagskraft. Türkgücü brauchte ein bisschen, gut 20 Minuten waren hier gespielt, bis sie dann wieder in ihren Tempofußball hineinkamen. Aber dann mit Gebrüll, hier kommt Sliskovic. Ja, und diesen Peter Sliskovic, den kennen Sie in Duisburg natürlich richtig gut. In der vergangenen Saison war er noch beim MSV und hat den Aufstieg nur knapp verpasst. Apropos Aufstieg, Gino Lettieri, der hat das Ganze mit Duisburg geschafft. 2014, 2015 ging es rein in die zweite Fußball-Bundesliga. Er freut sich auf seine Rückkehr. Zweiter Durchgang, Duisburg war komplett am Pennen. 3 Minuten sind vorbei und was ist das denn? Sliskovic, unfassbar frei. Er ist natürlich guter Junge, jubelt nicht gegen den Ex-Club, aber wer so viel Platz hat, der macht das natürlich ganz locker, flockig. Sararea mit viel Zeit zum Pass, perfekt temperiert. Zuvor natürlich auch ein Ballverlust der Duisburger, das zog sich durch diese Halbzeit, denn Türkgücü presste unglaublich gut, auch hier das nächste Beispiel, und holte sich immer wieder Ballgewinne, die dann direkt zu brandheißen Torchancen führten. Auch hier wieder Sliskovic, Ball noch abgefälscht, super Reaktion von Weinkauf. Der MSV hatte aus dem Spiel heraus nicht viel zu melden, da war einfach zu wenig Kraft da. Das ist eine gute Chance für Volkmar, der Innenverteidiger, in seinem 100. Drittligaspiel hätte hier Duisburg nochmal ranschmecken lassen können. Aber es kam anders, es kamen weitere Ballverluste im Spielaufbau. Gerade die zentrale Mittelfeldposition, die war die große Schwachstelle des MSV. Budimbo darf ihm so nie im Leben passieren. Sararea wieder gedankenschnell, trotz Schnupfen übrigens in Topform. Sliskovic verpasst knapp. Eigentlich hätte Türkgücü schon längst 2:0 führen müssen. Das kam aber dann auch in der 66. Minute. Gedankenschnell sind sie da über Sararea, über Tosun und wieder über Sliskovic. Zweites Tor in dem Spiel, 8. Tor im 9. Spiel. Toller Pass auch von Tosun, der das erste Mal in der Startelf stehen durfte an diesem Spieltag. Alexander Schmidt rotiert weiter fleißig durch bei Türkgücü und der Erfolg gibt ihm recht. Vom MSV gab es dann aber noch einen Lichtblick und der war spannend. Der junge Julian Hetwer mit seinem Debüt als Profi, 17 Jahre alt, das erste Mal eingewechselt worden beim MSV und holt direkt mal einen Elfmeter raus. Chapeau vor der Leistung. Über diesen Jungen können Sie sich noch freuen. In der Zukunft beim MSV. Vincent Vermey dann mit einer großen Portion Wut im Bauch den Anschlusstreffer noch gemacht in der 89. Aber das war's dann. Der MSV kam nicht mehr ran. 1:2 am Ende. Bei uns ist schon dann die Kraft auch zu Ende gegangen am Ende. Es war ein sehr intensives Spiel. Wir hätten uns einfach belohnen müssen. Wir hatten eine sehr, sehr aktive und aggressive Anfangsphase. Und wenn wir da in Führung gehen, dann läuft das Spiel hier anders. Ich denke, es wäre mehr für uns drin gewesen und wir hätten auch mehr verdient gehabt. Das ist A und O. Also wenn man frei im Kopf ist und der Trainer vertraut dir, das ist sehr wichtig für den Stürmer. Und ich glaube, ich und Sergio, wir zahlen das auch gut zurück. Kann man so sagen, kein Tor heute ohne Beteiligung von Sararea oder Sliskovic. Türkgücü München weiter auf der Erfolgswelle und für Duisburg heißt weiterhin Abstiegsplatz. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.